Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Trettmann Box von Trettmann. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Trettmann von Trettmann. Das Ganze am Freitag, den 13. September erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Bevor wir das Ganze ansehen, werden wir mal die Folie abmachen. Einmal durchziehen und dann geht das auch schon ab. So, also so sieht das aus. Wir haben hier eine weiße Box mit schwarzem Aufdruck. Hier unten lesen wir einmal den Künstlernamen, der ja auch zugleich bei diesem Release der Albumtitel ist. Und dann haben wir eben diesen hier abgebildet. Trettmann hier neunfach in schwarz und weiß abgebildet. Erinnert so ein bisschen an so einen Kunstdruck. Also gefällt mir vom Design her echt gut. Hier unten lesen wir dann wieder Trettmann. Rechts ebenso, oben und links genauso, also rundum. Auf der Rückseite haben wir dann einen Barcode, der ist in diesem Fall aufgeklebt. Warum? Es gab diese Box in verschiedenen Varianten, was die Größe betrifft. Ich habe mich in diesem Fall für Größe M entschieden, deswegen habe ich hier einen Sticker mit M. Je nachdem, welche Größe ihr gewählt habt, kann der sich bei euch dann natürlich unterscheiden. So, was lesen wir hier dann noch? Alle Songs produziert von Kitschkrieg, Soulforce Records GmbH. Genau, das ist das Label, über das das Album erschienen ist. Wir schauen mal hinein. Seine reguläre Clubbox geht hier auf der Seite auf. Hier kommt dann auch nochmal, nein, nicht Trettmann, sondern www.kitschkrieg.de zum Vorschein. Okay. So, wir haben hier einmal jede Menge Sticker mit dabei. Dann haben wir ein Shirt. Das Album an sich. Und ein Magazin, ein Heftchen haben wir dann noch mit dabei. Von innen ist die Box glatt weiß. So, die Box packen wir mal zur Seite. Und nachdem hier Album und diese Sticker hier noch in Folie sind, starten wir mal damit, das Ganze hier rauszumachen. Können wir uns dann später noch im Detail ansehen. So, ich hoffe, ich schaff's. So. Jawohl. Also, einmal die Sticker befreit und dann haben wir noch das Album. Andere Seite. Nein. Irgendwie finde ich jetzt gerade nicht die Naht. Oh ja, hier. So, jetzt aber. Jawohl. Also, so sieht dann das Album aus. Es ist vom Design her, wie auch schon die Box gehalten, in weiß und schwarz, auch hier wieder neunmal Trettmann zu sehen. Hier das Ganze in einem regulären Jewelcase. Hier lesen wir auch wieder Trettmann. Es ist das dritte Soloalbum von ihm. So sieht es dann von der Seite aus. Und dann haben wir hier die Tracklist. 11 Stück an der Zahl. Wir haben hier Features von Ali oder Ellie Neumann. Sorry, ich kenne die Dame nicht, falls ich den Namen falsch ausgesprochen haben sollte. Und hier dann noch Keke. Und natürlich ein Rap-Feature von Jesus. So, dann haben wir hier die Credits, beziehungsweise ja, die Infos zum Album und einen Barcode. Dann werfen wir mal einen Blick ins Innenleben. Als erstes natürlich das Booklet. So, was haben wir hier? Alle Songs produziert von Kitschkrieg. Ja, so kennt man es. Trettmann ist ja schon seit einigen Jahren mit denen unterwegs, also ein Produzententeam aus Berlin, und die haben sich echt gesucht und gefunden. Also der gute Mann hier mit diesem Produzententeam
Das harmoniert auf jeden Fall. Hier haben wir dann jede Menge Fotos, also eine, naja, bunt ist sie nicht, aber eine sehr umfangreiche Collage mit vielen, vielen Fotos, aber allesamt in Schwarz und Weiß gehalten. War ja auch schon bei DIY, also Tretmann ist ja generell sehr auf Schwarz-Weiß unterwegs. So, dann haben wir hier diverse Herrschaften sitzen. Eventuell sind das sogar die von Kitschkrieg. Ich muss ehrlich sagen, ich habe diese Personen davor noch nie gesehen. So, dann haben wir hier eine Danksagung. Gruß Tretti und so endet das Ganze. Also, ihr habt gesehen, sehr foto-, sehr bildlastig das Booklet. Wenig Informationen zum Album. Also, was jetzt so Mastering, Mixing und angeht. Dann haben wir die Album-CD. Die ist genau das Negativ von dem Cover, wenn wir das sehen. Also das, was hier weiß war, ist hier schwarz und umgekehrt. Ebenso die Rückseite. So, dann haben wir zu diesem Album jede Menge Sticker. Die kommen hier in dieser kleinen Plastikverpackung. Was lesen wir hier? Alle Songs produziert von Kitschkrieg. Okay, Tretmann. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, also wir haben hier jede Menge Sticker in den unterschiedlichsten Formen. Okay, wir haben hier einmal rechteckig einen Kitschkrieg-Sticker, dann haben wir hier rechteckig einen Tretmann-Sticker, nochmals Tretmann, dann einmal diesen hier, Raver, wenn ich das richtig lese, dann einmal hochkant Tretmann, dann hier nochmals hochkant. Und einmal quadratisch. Also jede Menge Sticker in verschiedenen Formen. 7 Stück sind das, wenn ich mich nicht verzählt habe. Dann haben wir noch dieses Fanmagazin hier dabei. Hier lesen wir einmal Tretmann Soul Force Records 2019. Dieser ist hier abgebildet. Sieht so aus wie ein Live-Auftritt mit jede Menge Nebel. Rückseite in Schwarz gehalten. Hier lesen wir wieder Kitschkrieg. Und dann schauen wir natürlich auch mal hinein. Ich werde jetzt nicht jede Seite im Detail ansehen, aber hier schauen wir einfach mal durch. Okay, also wir haben hier Einblicke in die Arbeit des Albums. Wir haben hier Fotos und Aufnahmen hinter den Kulissen oder auch aus dem Studio. Alles Mögliche gibt es hier zu sehen. Ich werde mal schauen, ob hier irgendwo noch Texte sind. Nein. Also ein reines Fotobooklet. Alles klar. Also ein Foto. Heft, ein Fotobuch und als letzten Boxinhalt haben wir dann ein Shirt mit dabei. Wie sollte es anders sein? Auch dieses hier in Schwarz und Weiß gehalten. So, wir haben hier ein Bild von einer schattigen Person, also von einem Schatten. Ich gehe mal davon aus, dass es auch hier wieder Tretmann selbst sein wird. Wir haben auf der Rückseite, okay, das sieht man auch selten, einmal die gesamte Tracklist des Albums hier aufgelistet, inklusive Features plus Gruß Tretti. Also das sieht man auch nicht alle Tage, dass man hier wirklich die Tracklist auf den Rücken drauf druckt. Okay, interessant. Dieses Shirt ist ein, wo haben wir es? Ein Russell. 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Marokko. Grüße gehen raus. Was lesen wir hier noch? Alle Songs produziert von Kitschkrieg. Jawohl, also die sind hier auch überall präsent. Was gibt es zum Shirt zu sagen? Wie gesagt, Größe M ist in diesem Fall meines. Man konnte das frei auswählen, ich glaube so von S bis XL oder XXL konnte man sich das frei aussuchen. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, wie gesagt, Größe frei wählbar. Dann dieses Fanmagazin, dieses Fotoheft. Dann haben wir Sticker, 7 Stück an der Zahl, rechteckig, hochkant, quadratisch, alles dabei. So wie natürlich das Album an sich,
Trettmann von Trettmann mit insgesamt 11 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Trettmann von Trettmann. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Trettmann unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.